dich bestimmt auch schon gefragt, denn wir sind gerade live auf Facebook und auf YouTube für About You. Wie geht's dir denn? Erzähl mal. Mir geht's sehr gut. Scheiß Wetter draußen, aber ja. Ich hoffe, das Event wird cool. Aber sieht gut aus. Sind viele Leute hier. Ist auch mal entspannt für dich, wenn man jetzt irgendwie mal so, sag ich mal, als Gast da ist und vielleicht auch so ein bisschen der Fokus auf anderen Leuten liegt, oder? Kann man sich das alles mal so entspannt angucken, oder? Das auf jeden Fall. Also es ist mega cool. Auch eine gute Freundin von mir ist nominiert, Miss Bella. Ich hoffe natürlich, dass sie gewinnt. Ich habe ja gehört, du bist ja die Trauzeugin bei ihrer Hochzeit dann, oder? Ey, was? Habe ich gehört. Nein, um Gottes Willen, von wem die Hochzeit? Ah nee, das war Baby. Ach, oh, sorry. Aber du bist bestimmt ständig. Ich dachte jetzt, Bella heiratet. Ich so, was habe ich verpasst? Nein, ich meinte auch die Maren gerade, Mann. Ich bin ja so doof. Nein. Aber das, komm, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie oft ist es schon passiert, dass du mit Baby verwechselt wurdest 1000 Mal, oder? Ja, wir sind 1:1 genau die gleiche Person, ne? Ja, aber es ist... Sind so ähnlich? Nee, also ähnlich seht ihr euch nicht. Ihr macht ja auch komplett unterschiedliche Sachen. Oder was heißt komplett unterschiedlich? Aber ihr seid schon, vom Charakter seid ihr komplett unterschiedlich. Ja, das schon. Also ich kann es schon verstehen, weil wir beide halt blond sind. Und mittlerweile bin ich ja nicht mehr so blond, aber... Ja, du bist ein bisschen dunkler geworden gerade, ne? Ein bisschen dunkler geworden, aber... Mein Gott, ist nicht schlimm. Wir sind ja befreundet, deshalb ist es auch nicht schlimm. Ja, ich glaube aber auch, manchmal wollen die Leute das vielleicht auch machen, so im Internet und so, um euch zu ärgern. Oder wenn man sagt, ach guck mal, Bibi und Dagi ist doch alles das Gleiche. Geht man irgendwann nach einer Zeit anders mit Hatern um? Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang war es so, okay, er mag mich nicht, okay, ich muss irgendwie damit klarkommen. Aber mittlerweile ist es so, ja, ist halt so. Ich habe genug Leute hinter mir, die mich feiern, die den Content feiern, den ich mache. Und das ist ja oft das. Antwortest du auch manchmal auf so Hate kommen? Ja. Ja? Ja, das ist schon ganz lustig. Wenn da manchmal wirklich so dumme Kommentare kommen, dann denke ich mir auch so. Ich habe auch das Gefühl, das funktioniert auch, weil die Leute sind dann, die denken nicht, dass man das wirklich liest und sind dann plötzlich überrascht und dann kommt sowas wie, nee, es war ja gar nicht so gemeint, oder? Das sowieso. Also so oft dann war irgendwie, keine Ahnung, Gaggi, ich hasse dich. Und dann schreibe ich ein Herzchen drunter, so, hey, Liebe. Und dann so, oh mein Gott, das war ich gar nicht, das war mein Bruder, das war meine Schwester, das war meine Cousine, das war meine Oma. Keine Ahnung, also. Okay. Kann man nicht ernst nehmen. Gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß heute Abend. Ne? Du bist wahrscheinlich in der ersten Reihe, nehme ich an. Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. Wir suchen dich später bestimmt mal. Mach's gut. Tschüss. So. Hallo. Ich nehme einfach alle beide mit rein.